In der Corona-Strategie passiert aktuell Folgendes. Wir stellen gerade um österreichweit von einschränkenden Maßnahmen der letzten 15 Monate hin Richtung intensiviertes Infektionsmonitoring. Das heißt, dass man in ganz Österreich einen Überblick hat, wo, wann, welche neuen Varianten und Mutationen auftreten und wie groß natürlich auch die Infektionshäufigkeit in ganz Österreich ist. Es ist deswegen wichtig, das im Blick zu haben und gut zu monitieren, um rasch weiterhin auch reagieren zu können. Da darf kein Schlendrian sich einschleichen. Und die zweite große Strategie, die wir jetzt fahren, ist natürlich die Prävention, die Infektionsprävention durch die Impfprogramme. Um sicher durch diese nächsten Monate, aber auch durch die nächsten Jahre zu kommen, ist ein Bündel an Maßnahmen weiter notwendig. Das sind kurzfristige, aber auch mittel- und langfristige Maßnahmen, die ich sehe. Und heute möchte ich Ihnen einmal drei dieser Maßnahmen und drei dieser Schritte vorstellen. Zum Ersten müssen wir noch schneller, rascher und mehr impfen. Es müssen mehr Menschen rascher geimpft werden. Warum? Denn je mehr Menschen rascher geimpft werden, desto größer ist unsere Chance, dass wir sicher durch den Herbst ohne einer neuen Viruswelle kommen. Eine hohe Durchimpfung fungiert quasi wie ein gemeinsamer Schutzschirm, den wir aufspannen, um eben sicher durch die Herbstmonate zu kommen, weil Großbritannien zeigt derzeit, wie rasch sich die Situation durch eine neue Virusvariante, durch eine Mutation ändern kann. Darauf muss man sich vorbereiten und das geht nur mit einer wirklich hohen Durchimpfungsrate. Und dieser Schutzschirm geht nur gemeinsam aufzuspannen, weil jede einzelne Impfung zählt. Jede einzelne Impfung schützt nicht nur jeden Einzelnen vor der schweren Erkrankung. Jede Impfung schützt auch davor, dass sich das Virus weiter ausbreiten kann. Und jede einzelne Impfung reduziert das Risiko der Entstehung neuer Mutationen. Und das ist ja die große Gefahr der nächsten Monate und Jahre. Wie schaut die Situation des Impfgeschehens derzeit in Österreich aus? Wenn man die derzeitige Impfgeschwindigkeit in Österreich quasi beibehält, dann werden Ende Juni noch immer 650.000 Menschen in Österreich, die eigentlich geimpft werden wollen, keine Impfung bekommen haben. 650.000 Menschen, wenn man eine durchschnittliche Impfbereitschaft in der Bevölkerung von 75% annimmt. 650.000 Menschen, die sich auf das Versprechen des Bundeskanzlers und auf das Versprechen der Bundesregierung eigentlich verlassen haben, dass sie bis Ende Juni zumindest den ersten Corona-Stich bekommen haben. Wir wissen jetzt, dass sich das nicht ausgehen wird. Diese 650.000 Menschen werden keine Corona-Impfung vor der Reisezeit und vor den Sommermonaten Juli und August erhalten. Dieses Versprechen wäre einhaltbar, wenn die derzeitige Geschwindigkeit von etwa 70.000 Impfungen pro Tag auf durchschnittlich 120.000 Impfungen pro Tag erhöht werden würde. Dann wäre es möglich, bis Ende Juni wirklich allen in Österreich zumindest eine Corona-Impfung zu geben. Die gute Nachricht ist, dass wir mittlerweile auch eine Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde für die 12- bis 15-Jährigen haben. Und das ist gut so und das ist richtig. Auch ich freue mich über diese positive Entscheidung der Europäischen Kommission. Am Ende ist es auch wichtig deshalb, um sichere Schulen im Herbst endlich zu ermöglichen, um keine Corona-Cluster, so wie wir das die letzten Monate immer wieder in Schulen hatten, wo Klassen, aber ganze Schulen geschlossen werden mussten, vorgefunden haben. Das sollte der Vergangenheit angehören. Und um das zu gewährleisten, sollte natürlich am idealsten bereits ein Impfangebot an diese Jugendlichen in diesen letzten 4 Schulwochen jetzt noch im Juni über Schulärztinnen und Schulärzte gegeben werden, aber allerspätestens bis Anfang August. Also allerspätestens bis Anfang August sollten
die über 12-Jährigen zumindest die Chance auf die erste Corona-Impfung haben. Warum? Weil sie damit selbst besser geschützt sind, aber vor allem, weil damit ein sicherer Schulstart im September gewährleistet ist. Und ich glaube, das ist für unsere Kinder und für die Schulen in Österreich ein ganz wichtiger Schritt, auf den wir nicht verzichten dürfen. Also bis Anfang August zumindest die erste Impfung plus 3 Wochen, dann können wir von einer adäquaten Immunisierung und einem guten Schutz im September ausgehen. Zweites großes Themenfeld: Testen. Ich glaube, es ist wichtig, immer zu wissen, selbst wenn wir eine ganz, ganz hohe Durchimpfungsrate in der Bevölkerung haben, wird es immer etwa 20% geben in der Bevölkerung, die entweder nicht geimpft werden können, weil sie zu jung sind, oder die keinen adäquaten Impfschutz entwickeln aus medizinischen Gründen durch eine Immunschwäche, die eben die Immunantwort entsprechend reduziert. 20%, das ist doch eine deutliche Gruppe an Menschen, und deswegen sollte das Testangebot, das wir derzeit sehr gut, sehr flächendeckend und kostenfrei in ganz Österreich haben, auch weiterhin kostenfrei und flächendeckend bis auf Weiteres bestehen bleiben. Aber nicht nur, um dieser Gruppe von 20% hier auch weiterhin ein kostenfreies Testangebot zu machen, sondern weil es auch notwendig ist, eben den Blick auf die Infektionssituation, auf die Mutationssituation ganz genau zu haben. Um ein verlässliches Monitieren auch zu gewährleisten, braucht es eben ein flächendeckendes, regelmäßiges Testen und vor allem ein intensiviertes PCR-Testen. Weil nur mit PCR-Tests gewinnt man natürlich das Virus, das dann dementsprechend sequenziert werden kann, untersucht werden kann, ob es sich um eine Virusmutation handelt oder eben nicht. Und deswegen sollte auch in den kommenden Monaten ein intensiveres PCR-Testen stattfinden. Und mein Vorschlag, der auch schon diskutiert wurde, den ich sehr, sehr gut finde, ist, dass spätestens im Herbst die regelmäßigen Tests an den Schulen auf PCR-Tests umgestellt werden sollten. Die Wiener Initiative der PCR-Alles-Gurgeltests sind hier wirklich eine gute Möglichkeit, die man durchaus auf ganz Österreich und vor allem an allen Schulen in Österreich zum Beispiel umlegen könnte und ausrollen könnte, damit wir mehr PCR testen und eine bessere Sequenzierung in ganz Österreich und damit Infektions- und Mutationsüberwachung gewährleisten können. Dritter großer inhaltlicher Punkt: Wie geht es langfristig weiter? Das ist eine Diskussion, die wir jetzt beginnen müssen. Das ist ein Nachdenkprozess, den wir jetzt beginnen müssen. Und ich möchte heute nur einen Vorschlag machen, wenn es um die Frage geht, wie geht es langfristig weiter? Wie ziehen wir die Lehren aus dieser Corona-Pandemie? Die Bevölkerung, die Wissenschaft hat Großartiges in den letzten 15 Monaten geleistet. Wir haben innerhalb etwa eines Jahres wirksame Impfstoffe zur Verfügung gehabt. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, rasch und jetzt bereits aus den Erfahrungen der letzten 15 Pandemiemonate zu lernen, um im Fall von neuen Krisen rascher und sicherer reagieren zu können. Da geht es mir vor allem um die Beforschung und Entwicklung, Produktion von Pandemieimpfstoffen, von Pandemiemedikamenten bis hin zu den Virustests. Und wir wissen alle, dass im März, April der große Engpass bei PCR-Tests waren, weil die aus Asien nicht geliefert werden konnten. Also auch da war ein Engpass, und alle diese Dinge, Impfstoffe, Medikamente bis hin zu Medizinprodukte, das sind Tests eben, sollte hier ein Fokus künftig gelegt werden, um in Nicht-Krisenzeiten hier zu entwickeln, zu beforschen, um dann in Krisenzeiten besser geschützt und aufgestellt zu sein. Warum ist das wichtig? Die Pharmawirtschaft alleine und die Wissenschaft kann das nicht leisten. Die Produktion und die Beforschung von Pandemiemedikamenten und Impfstoffen hat in Nicht-Krisenzeiten kein wirtschaftliches Potenzial. Das ist unattraktiv für die Pharmawirtschaft, und sie wird es auch nicht tun. Sie wird es erst tun, wenn eine Krise da ist. Und dann dauert es halt Monate, bis dieser Impfstoff, dieses Medikament, im Fall von Corona noch immer kein Medikament, entwickelt ist. Und diese Zeit ist kostbar. Diese Zeit kostet Menschenleben, diese Zeit kostet Lockdowns und verursacht wirtschaftlichen Schaden. Und diese Zeit,
die sollten wir dem Virus künftig nicht mehr geben, indem wir uns in Nicht-Krisenzeiten besser darauf vorbereiten. Und ich denke, da ist die öffentliche Hand gefragt, da ist der Staat gefragt, Verantwortung zu übernehmen, nämlich für diese Entwicklung und Beforschung von Pandemiemedikamenten und Impfstoffen, um eben im Fall einer Krise besser gerüstet zu sein. Da geht es um eine gemeinsame Plattform, eine nationale zur Vernetzung aller Kompetenzen aus dem wirtschaftlichen, pharmawirtschaftlichen, aber auch aus dem wissenschaftlichen Bereich. Da geht es um eine gezielte Forschungsunterstützung in diesem Bereich. Und ich denke, dass eine Schaffung einer neuen Agentur, einer Bundesagentur zur Entwicklung neuer Impfstoffe und Therapeutika zur Pandemieprävention ein ganz wichtiger Schritt wäre im Sinne Lehre aus Corona ziehen. Das wäre ein neuer Schritt, wo wir uns auf künftige Krisen besser und effizienter vorbereiten können. Diese Agentur sollte quasi in Nicht-Krisenzeiten die Entwicklung von Wirkstoffen, von Impfstoffen, aber auch von Tests koordinieren, unterstützen, vorantreiben, um in Krisenzeiten besser und sicherer aufgestellt zu sein. Wenn Sie so wollen, diese Agentur soll wie eine Pharmaentwicklungsabteilung arbeiten, eines Pharmakonzerns, mit einem großen Unterschied. Nicht das wirtschaftliche Interesse soll im Vordergrund stehen, sondern die öffentliche Gesundheit. Die öffentliche Gesundheit, um in künftigen Pandemiezeiten besser geschützt zu sein. Ich weiß, dass wir aktuell alle noch damit beschäftigt sind, die Pandemiebekämpfung mit Impfprogrammen, mit Tests voranzutreiben. Das ist doch richtig und wichtig. Wir sollten allerdings jetzt und rechtzeitig bereits beginnen, die Lehren aus dieser Krise zu ziehen, weil je weiter die Pandemie von uns wegrückt, desto weiter oder desto stärker verblassen auch die Erinnerungen, die wir daran haben, die Erfahrungen, die wir gezogen haben. Und deswegen muss dieser Prozess jetzt beginnen, weil nach einer Pandemie ist vor einer Pandemie. Zusammengefasst, die Pandemie ist noch nicht vorbei, die Arbeit ist noch nicht getan. Ich glaube, wir müssen erstens jetzt schneller und mehr impfen, um sicher in den kommenden Herbst gehen zu können. Dabei ist es auch notwendig, gerade den Jugendlichen die Chance auf eine Erstimpfung bis spätestens Anfang August zu geben, um die Schulen im Herbst sicher zu gestalten. Es ist zweitens wichtig, dass das gute, flächendeckende Testangebot kostenfrei weiterhin bestehen bleibt. Und drittens ist jetzt der Zeitpunkt zu beginnen, die Lehren aus dieser Corona-Krise zu ziehen, eine Agentur zum Beispiel zu gründen für die rechtzeitige Entwicklung von Pandemieimpfstoffen, von Medikamenten, um für die Zukunft noch besser und sicherer aufgestellt zu sein. Vielen Dank.